Moin, ihr Schinken, willkommen zu einer neuen Aufnahme Search and Simulator. Mit mir, dem Fluff, und mit dabei heute der Face, der gerade versucht, eine DVD reinzuspielen. Aber das will nicht ganz so klappen. Was geht, ihr Schinken? So. Ich habe absolut keine Ahnung von dem Spiel. Und ich krieg auch die scheiß DVD nicht mehr in die Hand. Oh! Oh, reingeworfen! Oh, shit! Oh, es gab sogar einen Erfolg. Ja, jetzt kommst du ins Team Fortress 2 Level. Oh! I'm going to saw through your bones! Lol? Okay. Was kann ich jetzt tun? Wie geht das? Ja, mit den Mitteln, die du hast, musst du halt erstmal den Brustkorb entfernen. Oh, mit der Baseballschläger, das sieht ganz gut aus. Ja, das sind die ganzen Team Fortress 2 Waffen. Der Baseballschläger vom Scout, die Whiskyflasche von Demo Man oder Doma Man, ich weiß nicht, wie man den aussprichst. Du hast ihn gehauen. Jetzt habe ich ihn in die Nase gebrochen. So, wir müssen hier irgendwie rankommen. Denkst du, das funktioniert so? Ich hab keine Ahnung. Ach ja, genau so. So gehe ich nach oben, so gehe ich nach oben. Hast du noch andere Mittel? Okay. Ja, lass ihn liegen. Erstmal runterrollen lassen. Meine Hand ist so komisch und dreht. Ich glaube, er hat sich nicht ausgerenkt. Hast du rechts noch irgendwelche Sachen? Rechts? Liegt da rechts noch was? Ja. Alkohol. Erstmal desinfizieren, erstmal die Flasche rein. Nein, mein Alkohol! Ich würde die Axt nehmen. Axt sieht gut aus. Das sieht auch plausibel aus, auf jeden Fall. Oh, irgendwie will er nicht. Lass dich gedrückt halten. So, jetzt erstmal irgendwie nach unten. Und nein. Ja. Nein. Und ja. Ich hab sie. Okay, die Hand mit rechter Maustaste. Wie hältst du denn die Axt? Sie schwebt. Okay. Mit zwei Fingern? Die Zwei-Finger-Technik. Wie kann ich jetzt schlagen? Jetzt soll man richtig ausholen. Ja, schlagen kannst du so gesehen nicht. Musst du halt irgendwie raufhauen. Was ist das denn in der Bauch? Oh, ich glaube, der hat eine Kugel abbekommen. Müssen wir die auch rausholen? Nee, ich glaube nicht. Oh, ich habe bloß das Herz gerade weggekickt. Sollen wir eine Herztransplantation machen? Ja. Ah, das ist dieses kleine Gerätchen, was du gerade weggekickt hast mit den Stangen dran. Okay, das ist natürlich nicht so gut. Ich glaube, du kannst schon neu starten, da kannst du es noch greifen, das Ding. Da, guck, da in der Brustkorb, er ist gebrochen. Er ist gebrochen und weiter rein mit der Axt. Ja, verdammt. Oh, ich glaube, ich hänge hier ein bisschen im Brustkorb, so. Minimal. Die Axt brauchen wir nicht mehr. Scheiß, weg den Scheiß. Kann man da schon irgendwas rausnehmen, was mich behindert? Nö. Du musst den ganzen Brustkorb entfernen. Den ganzen? Glaube ich. Du musst zumindest die Großteile rausholen. Hm. Das war ein Schlück. So, ein bisschen desinfizieren. Mit dem guten Schwarz gebrannt. Ja, mit dem Pornoschnaps. Siehst du die drei X'e da drauf? Ja. Hast du nicht das jetzt weggekickt jetzt oder nicht? Das weiß ich gar nicht. Zurück da irgendwie, oder? Nein, hier ist nichts. Du hast es echt weggekickt. Oh, scheiße. Und nun? Das kannst du sowieso nicht fertig machen, von daher kraule ich mich am Bart. Okay, ich würde auch viel lieber irgendwie eine richtige Operation machen, irgendwie. Dann musst du zurück zum Menü. Okay, wie Escape natürlich. Back to Menü. Okay, jetzt gehen wir das ein bisschen professioneller an hier. Dann Operations. Ah, okay. Also entweder machst du Herz oder hier Nierentransplantation. Also Herz habe ich ja gemacht, die Aufnahme hast du gesehen und das wäre das nächste Level. Eine Niere. Zwei. Du musst zwei Nieren. Du musst beide machen. Oh. War nicht beim letzten Mal auch diese Folie hier grün? Ja, letztes Mal war sie grün. Du kriegst sie auch nicht weg. Du beschwerst dich, ja? Du kriegst die Folie nicht weg. Aber nicht weg. Die Folie ist auch echt... Guck, sie ist weg. Oh, da Spritze. Hast du gefeatet. Ich muss da wieder die Finger auf die richtigen Tasten legen. Er hätte Vorteile, ja. So. Alles drücken? Nein, das nicht. Vielleicht noch ein bisschen so anwinkeln, so. Und dann nochmal rauf. Oh, ich hab die Spritze.
Mann, was willst du damit? Brauchst du doch gar nicht jetzt. Kann ich ihn... Er blutet ja gar nicht. Ich will ihn ein bisschen unter Druck setzen. Ich muss ihn noch erstmal betäuben, oder nicht? Nee, musst du nicht. Der ist ja betäubt. Ja, stimmt, sonst würde er ja nicht liegen. Du ziehst ihn gerade nur Blut. Ich lass einfach los. Denkt fest. Was soll das? Oh nein! Jetzt ist sie weg. Okay. Okay. Also scheinbar sind die auch schon ein paar Rippen entfernt. Oh, ich sehe den Darm. Okay, wie wir sehen, will Janik das also auf Expertenmodus machen, ohne Betäubung spazieren, wenn er blutet. Ich brauche keine, keine Betäubung, der ist schon genug betäubt. So. Aber wenn er blutet, dann... Wir müssen erstmal den Darm entfernen. Ich denke, da ist so eine Säge gar nicht so schlecht. Hat ja auch so einen Schneideffekt. Ich muss... Du willst mit einer Kreissäge reingehen, ne? Oder mit einer Motorsäge. Ja, aber ich weiß nicht, da verschneide ich mich vielleicht noch. So unpräzise. Ich kann ihn nicht hin und her bewegen, ich will sehen. Okay, den brauche ich erstmal nicht mehr. Schmeiß weg den Scheiß. So, da vorne ist die Elektrosäge. Knochensäge. Ich sag dazu einfach Holzsäge. Holzsäge. Wie kann ich... Achso. Schön mit der Spitze anfassen. Ah, jetzt hier deine Hände da rumlegst. Aber das ist trotzdem nicht richtig. So. Jetzt. Ich habe sie. Er hat... Jetzt muss ich irgendwie... Wir müssen hier einfach ein bisschen drin... die Sachen verkleinern, das gefällt mir alles nicht richtig. Schön Hackfleisch machen. Irgendwie nicht. Oh nein, ich hab die Säge! Scheiße, meine Säge! Er verliert Blut, er verliert zu viel Blut! Spritz hast du weggeworfen! Okay, wir sehen Dr. Face, der Hardcore-Doktor hier. Will es auf die richtig extreme Art machen. Hat wahrscheinlich noch ungefähr 3 Minuten oder 2 Minuten Zeit, bis der Patient verblutet. In der Zeit muss er die Nieren wechseln. Vielleicht kriege ich einen. Okay. Oh, da liegen Messer. Die habe ich ja noch gar nicht gesehen. Da gibt es ja auch noch vernünftige Werkzeuge. Nimm den Löffel. Nimm den Plastiklöffel. Der wird's richten. Erst einmal müssen wir ganz vorsichtig den Darm in. Aber schön durchs Fleisch. Haben sie gut aus. Der wird keine Namen am Ende haben. Ich bin ein guter Doktor. Der wird keine Namen mehr haben, weil er bislang eingeäschert wurde. Der kann ja gar nicht eingeäschert werden. Den vergraben. Fass ihn. Schmeiß weg den Scheiß. Wieso geht das denn nicht raus? Du musst es lösen mit dem richtigen Werkzeug oder mit anderen Werkzeugen. Okay, jetzt reicht's. Jetzt gibt's die richtige Bohrer-Action. Ein bisschen links, ein bisschen rechts. Aber wieso löst sich das denn nicht, Mann? Ich habe mit dem Skalpell jetzt schon genug rumgebohrt. Nee. Oh, das hast du auf die Lose gebohrt. Was denn? Da links. Das ist ein bisschen was getrennt. So. Aber du musst den Hauptteil noch lösen, bevor er drin ist. Nein, der Patient verblutet. Ich kann nichts machen. Oh. Ich glaube, er ist tot. Was? Nein, das wird schon wieder. Ist nur ein Zombie. Ich probiere es jetzt nochmal. Wieso müssen wir es besser hinkriegen? Ich will die Spritze nicht wegwerfen. Okay, vielleicht assistiert Dr. Fleuf mir hier auch einfach mal. Wieso? Und sagt mir, was ich hier machen soll. Na! Und ich bin zu blöd dafür, das Ding wegzunehmen. Okay, ich zeig dir jetzt... Man macht das einfach mit... Mit sanften Skills. So, ja. Die Spritze liegt wieder da. Und wir nehmen uns als erstes. Was wäre denn am besten geeignet? Erstmal eine Verzichtserklärung unterschreiben. Okay. Das wollte ich jetzt nicht. Scheiße! Da wollen wir es nochmal richtig machen. Ah,
Okay, dann leg das Skalpell erstmal weg, wenn du das machen willst. Ey, der hält das sogar richtig gut. Siehst du das mit dem Zeigefinger vorne dran? Also wenn ich dir assistieren soll, dann würde ich auf jeden Fall nicht dieses Messer nehmen, sondern nicht? Ein anderes. Tu das erstmal weg. Ich würde erstmal die Knochensäge nehmen und die Rippen entfernen. Okay, also die Rippen stören noch. Ja, die müssen weg. Okay. Nein, die andere Säge. Die Kreissäge. Dann müssen wir noch ein bisschen besser greifen. Die Finger sind auf der richtigen Tasten. Nein! Scheiß Flasche, Mann. Die war im Weg. So, irgendwie so. Jetzt! Greif zu! Nein! Oh. Nicht so schwingen! Jetzt geht's wieder. Okay, jetzt ist das schon... Oh, wir schaffen das ab. Nein! Ich muss auf die Stimme bitte. Echt? Ja. Ich bin ja nicht so besser. Ah, okay. Nee, das wäre von allein schon zu abgegangen. Was am Fleisch drin ist, das muss weg. Das, was am Fleisch dran ist, okay. Ins Fleisch. Ich glaube, die oberen Rippen kriegst du gar nicht so ab. Nicht? Aber dann muss das hier ja auch noch weg, ne? Ja. Ja, du brauchst ein bisschen. Oh, nicht schon wieder! Ich brauche die Spritze. Unser Patient. Hau ab, das Glas! Gib mir die Spritze! Nichts auf dich! Nicht das Skalpell! Nichts auf dich, verschlechte im Spiel! Komm! Ich muss irgendwo. Ja, oh, ich glaube, es hält. Hat auch gehört. Gut. Ganz unser Patient blutet schon mal nicht mehr und unsere Spritze haben wir immer noch. Das ist schon mal ein großer Vorteil. Jetzt will ich das hier irgendwie raus haben. Du brauchst ein ganz spezielles Werkzeug für, da habe ich mich darüber informiert. Das ist da links. Dieses komische gebogene Teil da. Ah, und was mache ich damit? Schneide ich das raus? Dann kannst du den Darm gut entfernen. Glaube ich. Ich glaube, es ging damit ganz gut. So und nicht anders. Hey, wo soll ich denn schneiden? Wo ist er denn befestigt? Da ist er befestigt. Ah, hier an der rechten Seite. Da links ist es schon gelöst, einmal gegenüber. Das, da, ich glaube, das ist gelöst und da muss es auch noch lösen. Ich brauche unbedingt die Spritze. Habe ich es jetzt auch gelöst da? Ich glaube, du brauchst eine Spritze. Ich glaube, ich habe schon eine Spritze, deswegen läuft das so scheiße. Hast du hier schon wieder Drogen gespritzt? Ja, ein bisschen was von den eigenen Betäubungsmitteln vor der Operation. Was braucht man auch? Nur ein bisschen Heroin. So, 1 Liter. Er blutet immer noch, ich muss noch mal reinstechen. Hier hilft das irgendwie nicht. Mal hier. Er hat aufgehört. Okay. So. Ich probiere jetzt mal, diesen Haufen Elend hier raus. Aber es will nicht. Oder mit dem anderen Skalpell vielleicht? Da ein bisschen kappen muss. Das ist hier vorne, das sieht beidseitig scharf aus, das sieht auch ganz vernünftig aus. Ja. Nicht einfach schneiden. Ich will jetzt gucken. Wir müssen da schneiden. Ein bisschen höher. Okay. Ich glaube, da unten musst du auch schneiden. Also hier noch. Glaube ich, ja. Oh, das war zu tief. Ups. Au! Ich weiß nicht, warum ich jetzt aussage, aber das Zusehen tut ja schon weh. Also ich will nicht gerne Patienten bei dir. Bis jetzt... Oh. Wieso verliert ihr denn Blut am Darm? Weil du ins Fleisch stichst. So, irgendwie muss ich hier noch... Oh. Also ich weiß ja nicht, irgendwie ist das ganz schön fest da drin. Kann man das nicht irgendwie rausreißen? Einfach reißen. Er kriegt einen 9 von der Versicherung. Wie viel die Versicherung bezahlt hat? Oh! Oh nein. Okay, jetzt bin ich voll unter Drogen. Oh. Also jetzt ist es nicht mal nur mehr ein bisschen. Jetzt ist es zu viel. Normalzustand. Oh stimmt, ich kehre in Normalzustand. Vielleicht ist er jetzt auch der Vorteil. So. In dem Normal. Mit dem Launchpritzer kriegst du das weg. Echt? Wo ist die? Unter dem Kreissäge. Unter dem Kreissäge? Unter dem Kreissäge? Den brauchen wir nicht mehr. Nur mal reinschmeißen. Oh! Einmal schön um die Spitze gefasst, es ist weg. Das ist ja geil. Das Glas nervt mich ein bisschen. So, können wir...
Nicht einfach mit einer Schere den Darm rausschneiden. An die Schere komme ich leider nicht. Da gibt's noch eine Schere links. Da war... Oh ja. Gib mir mal die Schere her hier. Nicht abhauen. Schere ist nicht. Nein, die will nicht mehr. No. Gut, dann muss ich hier die Papierschere nehmen. Papierschere? Ja, hier bei dem Bleistift mit drin. Schere, Schere. Wird wohl klappen. Im Seitenschneider. So. Ich will da mal ein bisschen schneiden. Oh, es hat geklappt. Oh, Tatsache. Also mit einer Schere. Schere, Trick 17. Das ist aber nicht steril, Doktor. Halt sie die Schnauze. Schwester, Schere, Schwester, Schwester. Oh, Schwester. Es ist alles lose. Schwester. Ich brauch. Schwester, schnell, die Sterbeurkunde. Ich druck's mal die Sterbeurkunde aus. Ne? Meinst du, das wird wirklich... Oh, er blieb ein bisschen härter da. Halsschlagader getroffen. Wieso hat er denn die Halsschlagader nochmal? Halt die Schnauze, Mann. Okay. Okay, jetzt nehmen wir den Rotz hier raus. Das braucht er alles nicht mehr. Ne. Einmal weg. So. Sieht ja aus irgendwie wie aneinander getackert. Dann ist es auch so in dieser Form breit. Ja. Ah, nicht mehr. Braucht alles nicht mehr. Einmal weg damit. Da sehen wir die Nieren. Das da oben muss auch noch raus. Echt? Ja. Da müssen die Rippen wohl doch noch irgendwie ab. Also Darm und Leber muss doch noch raus. Darm und Leber muss raus. Also überlege ich mir. Nehme ich mir dieses wunderschöne Skaffel? Nein, so nicht. Nimm den Hammer. Mit dem Block zu... Mit dem Hammer kriege ich die ganz sicher raus. Nein, da glaube ich jetzt nicht dran. Was passiert, wenn ich dir die blaue Spritze gebe? Dann blutet er. Echt? Ja. Also es ist ein gut Verdünnungsmittel oder sowas. Ja. Aber er kriegt nichts mehr dazu. Er verliert noch mehr. Ich bin mir sicher, die Rippe vielleicht doch raus muss. Meinst du? Okay, Leber. Hätte man ja nochmal gebrauchen können für den Darm, aber... Es ist nicht mehr steril, es wird schon an einem Patienten verwendet. Von dir selber, oder? Mach aus den Scheiß. Was soll das? Oh, ich habe ihn selber, ich habe ihn in seinem Fleisch gehauen. Einfach reingreifen. Ich kratze es jetzt einfach irgendwie da raus. Einfach rauskratzen. Vielleicht war er Trinker, kriegt auch eine neue Leber. Ah, ich, das ist eigentlich Dose. Das Stück Rippe, oder muss raus. Ja, ich muss erstmal nochmal die Blutung stoppen. Das geht so nicht. Oh. Nein! Nein! Ah. Da fällt die eigentlich nicht rein. Was soll das? Okay. Ich muss es... Na gut, dann brauche ich... Aber die Knochensäge ist ganz da hinten. Wie soll ich da rankommen? Darfst du. Unser Patient wird sterben. Wenn wir nicht schnell was unternehmen. Okay, wir müssen auf jeden Fall... den... Was ist das? Ich glaube, das ist der Magen. Den müssen wir rausschneiden. Nee, nicht mit dem Löffel. Obwohl, vielleicht ein Versuch ist es wert. Hast du die Bohne mit dem Löffel gelöst? Hä? Rausgelöffelt. Mh, doch ein Dessert. Oh, da ist eine Niere. Nein! Jetzt ist der Löffel, der stört nicht. Der ist nicht scharf. Den kann er auch später noch drin haben. Okay, ich glaube, er ist tot. Ich hab's geschafft, ihn zu töten. Ich sollte, glaube ich, das Doktoren sein lassen. Und soll ich mich noch eine dritte Runde trauen? Will nicht, wenn du willst. Wie hast du überhaupt den Doktor bekommen? Gewonnen. Lotto, oder was? Nee. Wie heißt das Spiel nochmal? Glücksrad. Genau, bei Glücksrad. Heute gewinnen sie Doktortitel bei Glücksrad. Okay, diesmal wissen wir besser Bescheid. Oh, es ist zerbrochen. Das Glas. Ist das scharfkantig? Das sieht echt spitz aus. Wir gucken, ob wir damit schneiden können. Das ist ein Schaden. Ja. Aber die Blutung ist auch wieder da. Wir müssen diesmal vorsichtiger sein. Aber zumindest ich muss vorsichtiger sein.
zu viel. Es reichen ein, zwei Pizza. Ja, ich will, dass es für die nächste Blutung auch hält. Tut doch ihn, du in dem rum massakrierst und was weiß ich. Ich brauche eine Schere. Du musst wissen, das ist kein Schwein, was man ausnimmt in der Schlachterei. Das ist ein lebender Mensch. Was ich mir gerade überlege, was auch ganz praktisch wäre, wenn ich mich hier irgendwo... Na. Nein! Oh, jetzt habe ich alles verloren. Ich glaube, die Papierschere hier, die war ganz gut. Oder Verbandschere, was auch immer das sein soll. Steckt beim Bleistift. Ja. Vielleicht eine Nagelschere. Ich habe schon wieder nicht die richtigen Finger auf den Tasten. Ist echt kompliziert. Oh, jetzt habe ich's. Wir müssen ganz vorsichtig den ganzen Pack hier lösen. Das braucht alles nicht mehr. Schere ist auf jeden Fall eine gute Idee dafür. So. Wir legen die erstmal nochmal weg. Die brauchen wir wahrscheinlich. Oh, jetzt bin ich nochmal reingestochen. Die brauchen wir wahrscheinlich nochmal. Aber diesmal. Diesmal klappt das. Im Gesicht, finde ich, trifft man besser. Ja. Du musst auch die Rippen entfernen. Oh, kann man die auch mit dem Bohrer entfernen? Ah, nee, lieber keine Spielereien. Jetzt nicht mehr. Nein! Oh, da sind die beiden neuen Nieren. Muss ich die dann auch annähen am Ende? Nö, einfach noch reinwerfen. Lol. Lol. Na! Oh, ich dachte gerade schon. Den kriege ich dann noch, oder? Okay, jetzt reicht's. Das muss auch damit gehen. Auf die grazile Art. Wir drehen ihn einfach mal ein bisschen. Irgendwie... Gott. Verdammt. Oh, es klappt sogar. Oh ja, perfekt. Ja, der Hammer ist richtig gut dafür. Ja, sollte man auch im echten OP einführen. Den Hammer, der entfernt die Rippen echt gut. Ab sofort werden die OP-Sachen immer im Baumarkt eingekauft. Beim nächsten bei Ikea um die Ecke. Schwester, wir brauchen einen neuen Hammer. Geh so hin zu Ikea. Das ist halt auch die Krankenkasse. So. Das ist nicht raus. Schmeiß weg. Ja, das lagern wir erstmal auf dem Boden unter. Wir wissen ja alle. Und der Darm braucht keine sterile Umgebung. Der ist noch nicht raus. Reicht sie. Nimm die Zwiebel in die Hand. Jetzt wo du es sagst, ne, sieht ja schon ähnlich aus. Ein Schnitt. Ein graziler Schnitt. Er blutet, ne? Wieso schneidet er das denn nicht auf? Irgendwie... Okay, wir müssen hier vorne. Die Blutung ist doch schon wieder viel zu hart. Oh. Ach, das war nur noch die Ecke? Ach schon. Der ganze Darm hält stabil. Oh, sie ist noch reingefallen, Glück gehabt. Jetzt hol sie mal raus. Oh Mann. Ohne mich selber zu stechen. Na, das ist ja erstmal egal. Ey, theoretisch könnt ihr ja da drin bleiben, solange die den Typen sticht. Es hilft sogar, es wird langsamer. Komm! Nimm! Stich! Was machst du da? Ich hoffe, dass die Spritze noch mal ein paar Mal ins Fleisch geht. Ich glaube, der Darm ist im Weg. Ja, der muss erstmal raus. So. So. Der Darm ist wieder weg. Der ist auch noch irgendwo fest, glaube ich. Nee, wenn der da so rumwabbelt, dann... Nicht? Nee, sollte man. Wenn du dir sicher bist, rufen wir den jetzt einfach raus. Oh. Du hattest recht. Ja. Soll mal vorkommen, ne? Ausnahmsweise. Halt die Schnauze. Irgendwie... Ah. Oh, hattest du sie gerade? Nee, leider nicht. Irgendwie, die liegt zu tief in ihm drin, da können wir leider nichts mehr machen. Herr Patient, es tut mir leid.
aber sie müssen ihr Leben mit unter Drogen verweilen. Wird mit eingenäht, macht nix. Du stich mal. Oh, perfekt. Genau in die Mittelfinger. Ich sehe wieder was. Zumindest sehe ich vernünftig. Mann. Komm. Finger sie an. Ich brauche vielleicht etwas Größeres. Nimm noch nicht den Hammer. Vielleicht kann ich es damit also ein bisschen bewegen. Einfach reinwerfen. Ich hoffe, die zerbricht nicht. Das wäre ziemlich ungünstig. Komm, zerbrich. Aber er verliert immer noch viel zu schnell. Wir müssen einfach schneller sein. So, so die ganze Scheiße muss raus. Also nehmen wir uns das Messer hier. Die Leber ist schon raus. Echt? Na, der Knochen ist immer noch weg. Dieses Mini-Fetzerchen da. Jetzt haben wir das gleiche Problem wie vorher. Ich muss da an diese Säge. Die ist präziser. Aber der geht nicht weiter nach vorne. Der Patient stirbt, Doktor. Was soll ich tun? Du bist doch der Doktor, was willst du denn wissen? Ich bin nur hier in die Sterbung. Ich bin nur Praktikant. Wie wird gesagt, soll ja uns helfen. Der Praktikant, lass den ran. Los, ab. Und weg mit dem Hammer. Den brauche ich nicht mehr. Ich komme da jetzt ran. Also die Lungen muss ich jetzt nicht ausbauen, ne? Genau, sonst der Magen noch im Weg ist. Nehmen wir dieses gute Messer. Den Block. Oh, scheiße, jetzt ist... Ah, vielleicht dieses Messer sieht auf jeden Fall stabiler aus. Das ist sicher, um das Rückenmark zu durchtrennen. Oh. Oh. Na? Weg damit. Einmal verwendet. Ist nicht mehr stiegel. So, raus damit. Der Magen muss auch noch raus. Der Magen muss noch raus. 100 Milliliter. Es wird knapp. Es wird knapp. Gib mir den Magen. Gib mir den Magen. Oh nein. Oder. Kann ich vielleicht. Schmeiß weg. Du hast den Magen doch. Jetzt musst du nur noch die Bohnen raus. Ich brauche Messer. Messer. Ja, das packt. Das wird doch nichts. Nur so viel verschiedene Skalpelle. Ja, auch nur so hält's. Nein, mein Patient stirbt schon wieder. Ich glaube, ich krieg eine schlechte Praktikumsbewertung. Oh. Komm. Den nur noch. Nein, er stirbt. Wir sind so kurz davor. Wir haben fast seine Niere gerettet. Oh. Oh nein. Herr Doktor, wollen Sie mir nicht zeigen, wie ich es richtig mache? Soll ich zeigen, wie man das richtig macht? Hau raus. Euch was zeige ich dir dann in der nächsten Aufnahme, oder? Ja, alles gut. Dann machen wir das in der nächsten Aufnahme. Gut, dann machen wir es in der nächsten Aufnahme. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Und wir sagen bis zum nächsten Mal. Haut rein. Jo, ciao.